Wir halten die Position, bis Pearson kommt und stürmen den Hügel gemeinsam. Vielleicht hat er die Mühle umgangen und ist allein los. Er hat nicht genug Männer. Ach, das hat ihn noch nie aufgehalten. Ich sagte, wir warten hier. Und genau das werden wir tun. Bei allem Respekt, Sir. Was, wenn Skulls recht hat und Pearson vorgegangen ist? Dann ist das mein Problem, Daniels. Ich habe da so ein Bauchgefühl. Wenn ich mich nach Ihrem Bauch richten würde, Private, wären wir immer noch auf dem Boot der Normandie. Genau. Pearsons Trupp wurde bei Kasserine ausgelöscht, oder? Die Geschichte wiederholt sich. Hoffentlich nicht. Ich will wissen, was wirklich passiert. Ja. Nun, ich traue mich nicht, Turner zu fragen. Aber wenn es dich interessiert... Ah ja, willkommen zurück bei Call of Duty World War II. Die deutsche Artillerie gemeinsam auszuschalten. Aber wenn Pearson eine Möglichkeit sieht, wird er sie nutzen. Der Trupp ist ihm egal. Zwischen Turner und Pearson zieht ein Sturm auf und es wird immer schlimmer. Ja, eigentlich hätten wir das auch gleich noch im letzten Part anfügen können, aber naja, egal. Jetzt sind wir wenigstens gleich beim nächsten Kapitel. Und das ist... Hügel 493 oder 493? Wir werden es gleich wissen. Wir warten auf Pearson. Keine Ahnung, was er vorhat, aber seine Bilanz ist eher unrühmlich. Wenn du hier wärst, Paul, würdest du ihm die Leviten lesen. Hoffentlich halten Sussman und Aiello durch, bis wir die Geschütze angreifen. Na klar, das machen wir am besten sofort. Vorschlagen dürfte, Sir. Vielleicht gehen wir besser zum Sammelpunkt. Noch nicht. Pearson wird kommen. Sir, ist es wahr? Führte Pearson die Jungs in den Tod am Kasserinpass? Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, beten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Hügel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs und das zweite Platoon. Spock! Sofort! Das Spock-Gefühl hatte recht. Dieser alte Hauding. Dieser Schlingel. Na los, na los! Vielleicht ist Pearson noch am Fuß des Hügels. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Daniels! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Dickköpfiger Mistkerl. Wir kommen zurück! Schnell! Sie brauchen uns! Oh yeah. Was habe ich alles? Ja, schwierig. Warum legt er dauernd die anderen Waffen ab, dieser Hans? Na, siehst du, geht doch. Kann ich wieder zur Mission. Hier kommt Johnny. Alter, ist das ein verdammter Ernst? Ist der Typ behindert, oder? Nein, ich reg mich nicht auf. Warum sollte ich auch? Hui! Wir müssen auf diesen Hügel rauf und bleiben und vorrücken. Hey, erst vorn. Zack. Zack. Alter, ich hab dich abknallt. Oh, du bist noch einer, du bist ein Klon. Müsst ihr alle Helme aufhaben, dann brauche ich immer zwei Treffer in den Kopf. Das heißt, klettern. Und wie steht es sich da so? Hä? Oh! Danke! Danke, hab noch. Port. Heute hat's jetzt geguckt. Wir müssen zu unserem Trupp vorrücken. Alter!
Ist jetzt halt ein bisschen lebensmüde. Jetzt geht's mal so auf den Senkel, kann ich das Spiel bitte allein nicht spielen. Halte durch, Kumpel! Hab ich den gerettet? Ja. Wir trotteln jetzt alle neue verderben. Wo ist denn das MG? Ah, da oben! MG ausgeschaltet! Einer weniger. Ah, ah, ah! Ah, da hinten ist es. Am abgeknickten Baum! Ausgeschaltet! Schön war das alles glatt rein. Weiter. Grüß euch. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Pearson, was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu. Unser Pionier muss diesen Bunker sichern. Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzieren. Jawohl, Sir. Ja, Sir. Daniel, sag, wenn du bereit bist. Den Kopf runter und los. Feuer! Los, 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 los! Der Kopf, Feuer! Ja, los, Parker! Wo ist er? Da ist er, gut. Muss nachladen. Los! Deine Chance! Nein! Den Kopf runter und los! Wo ist der Typ? Da hinten ist er, okay. Alter, geht's aus dem Weg, Alter! Es deppert ein Asteln. Ehrlich gesagt, hab ich gedacht, da sitzt einer. Los! Werf eine Granate! Ich wollte eigentlich diese scheiß Granate zurückwerfen, die Wormen geworfen haben. Jetzt nicht mir das Scheiß drum in die Hand drücken. Ah, da hinten ist er, ja genau. Da ist er. Was ist das? Linke oder rechte Flanke? Hoppala. Hui! Und noch einer. Ups. Los, geh weiter! Geh weiter! Habt ihr jetzt MG vor euch an? Ist das Leimann, schießt hier drauf, die Ding schießt nämlich die ganze Zeit auf mich. Gib die Deckung, damit er die Kunde angreifen kann!
Feuer da du! Na los! Das ist doch unglaublich, du Scheißsteuerung! Geh bitte, fickt euch doch ins Knie, Kuhn! So, ja, da bleibt wieder da hinten der Heinze. Oh, jetzt rennen viele da. Sieh ekel, wenn du drauf gehst. Ach was, dann gibt's halt Deckungsfeuer, Trotteln. Ist das sicher? Bewegung, na los! Ah. Machen wir dasselbe Spiel. Wer da? Ins Oberstübchen! Na, wer jetzt wo denn? Kann ich dich erfordern? Das ist deine Chance! Ich drücke vor! Seid ihr steppert! Das saß man. Ist irgendwo. Ja. Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den Männern? Das war ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind weder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Das sind Männer! Unsere Männer! Haben Sie das vergessen? Diese 150er feuern doch auf unsere Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Ja, wir fünf? Daniel, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. Eins. Zwei, drei, vier und ich fünf. Cool. Daniels, ich habe Rauch und Granaten, wenn du bereit bist. Danke im Moment nicht. Ich hätte noch gern ein Medipack, wenn es leicht gegangen hat. Ah ja, da ist das Medipack. Granaten und Rauch für dich, Daniels. Was verbirgt sich hinter dieser Tür? Das finden wir alles erst im nächsten Part raus, Leute. Ich bedanke mich vielmals bei euch wieder fürs Zusehen. Daniels, öffnen Sie die Tür. Ich glaube, ich brauche da ein kleines Aufnahmepäuschen, weil ich bin gerade echt irgendwie im Rage-Modus. Von daher, seid mir nicht böse. Bis dahin, ciao.